Besonders in der Sommerzeit entstehen vermehrt Gartenabfälle. Diese können bei der Deponie Diebesstieg kostenpflichtig entsorgt werden. Die Gebühren bis zu einem Kubikmeter betragen 7 Euro. Ab einem Kubikmeter bis 200 Kilogramm bezahlt man 14 Euro. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz sind vom 1. März bis zum 30. September lediglich Pflegeschnitte an Hecken und Gebüschen erlaubt. Damit sollen nistende Vögel geschützt werden. Ein Termin ist für die Abgabe der Abfälle erforderlich. Dieser kann online auf der Seite des Entsorgungszentrums Salzgitter unter www.entsorgungszentrum.de gebucht werden. Endlich wieder Kultursommer auf dem Schlosshof in Salda. Vom 22. Juli bis 7. August werden im Rahmen des Kultursommers wieder Konzerte mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern, aber auch Kindertheater und Kleinkunst auf den Bühnen rund um das Schloss Salda stattfinden. Der Kultursommer ist noch breiter aufgestellt als in den Vorjahren. Das vielfältige Angebot reicht von Heavy Metal bis zur Erich-Kästner-Lesung. Als besondere Highlights sind Nico Santos und Jethro Tull ebenso dabei wie Magic of Queen, Stahlzeit, Quadro Nuevo und viele mehr. Der Soziale Gesundheitsdienst der Stadt bietet ab dem 14. Juli eine sechsteilige Vortragsreihe für Angehörige psychisch erkrankter Menschen an. Die kostenlosen Vorträge finden im Gesundheitsamt Salzgitterbad statt und dauern jeweils von 16 bis 17 Uhr. Anmeldungen erfolgen unter der Telefonnummer 05341 839 2031 oder per E-Mail an sp-dienst@stadt.salzgitter.de. Halbzeit. Ja, tatsächlich ist die Hälfte des Stadtradelns in Salzgitter auch schon wieder rum. Ihr seid gut dabei, da freuen wir uns sehr drüber. Macht weiter so. Und wenn ihr noch nicht angemeldet seid, könnt ihr das auch jetzt immer noch tun und auf die letzten anderthalb Wochen nochmal ordentlich Gas geben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und drücken die Daumen, dass wir uns sehr gut platzieren mit der Stadt Salzgitter. Bis dahin.